So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir sind immer noch in Weihnachtsstimmung, wie ihr seht. Und vor ganz langer Zeit, vor nicht allzu langer Zeit, eigentlich schon 10 Jahre her, hat mir der NetGhost ein Paket geschickt, ein Fanpaket. Da waren viele tolle Sachen drin und unter anderem waren da auch Pokémon-Nudeln drin, ja. Ihr wisst, ich bin ja hier Samyang-Liebhaber, ja, ich esse ja die ganze Zeit Samyang-Bulldog, alles mögliche hin und her, kann man mir immer eine Freude machen, aber er hat mir mal was anderes geschickt und zwar Pokémon-Nudeln im Cup. Das sind die hier, die sehen so aus, da sind auch immer so Sticker drin, also Aufkleber. Ich will das mal jetzt hier irgendwie so in die hässliche Kamera halten. Die Pokémon-Nudeln, guckt euch das mal an. So, das soll jetzt für Thumbnail sein. Erinnert mich an Hör mal, wer da hämmert. Die wollen wir euch jetzt mal zeigen. Die wollen wir jetzt mal aufmachen. Die wollen wir jetzt mal testen. Insgesamt waren das 6 Päckchen. Als die Mama da war und Coronis hatte und wir hier in Quarantäne waren, hat sie schon 3 gegessen, glaube ich. Jetzt sind hier noch ein paar übrig, noch 3 Stück. Ich habe die selber noch gar nicht probiert. Aber guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Man kann auf jeden Fall nichts lesen. Hier sieht man, dass da so Aufkleber drin sind und so Scheiben, ja, so Aufkleberscheiben. Hier seht ihr, dass da steht, wie man das zubereitet. Das ist ja alles 316 Milligramm ist das. Und dann habt ihr hier irgendwie, da sind so Pikachus drin. Da sind Pikachus drin in den Nudeln. Ihr könnt Pikachus essen. Ansonsten steht hier alles noch großartig auf Japanisch drauf, Chinesisch, Japanisch, ich habe keine Ahnung. Pokémon-Nudel, guckt euch das an. Die schöne Pokémon-Nudel für zwischendurch. Steht auch irgendwo in der Ecke, habe ich vorhin gelesen, dass das nur in Japan verkauft wird oder verkauft werden darf. Oder verkauft wird, oder ich habe keine Ahnung. Wenn ich es wieder finde, zeige ich euch das auf jeden Fall mal. Wenn wir das jetzt aufmachen, ja, macht normalerweise hier, ist halt so eine Folie nochmal drum. Diese Folie macht man ab, dann hat man da drin einfach den normalen Becher. Ja, und wenn man den Becher aufmacht, jetzt sieht man es vielleicht alles auch besser, wenn jetzt die Folie nicht mehr dran ist. Wenn ihr den Becher aufmacht, habt ihr da drin jedes Mal dieses Nudelnetz und ihr habt einmal so einen Aufkleber. Wenn ihr das Nudelnetz rausnehmt, habt ihr immer noch hier unten Mais, Restnudeln und ihr habt diese kleinen Pikachu-Teile drin. Ich lege das mal kurz hier hin. Guckt euch das mal an. Diese kleinen Pikachus sind da immer drin. Ich weiß nicht genau, was das jetzt ist. Kann man auf jeden Fall essen. Wir können ja mal eins... Schmeckt ein bisschen nach Pappe und ein bisschen süß. Ein bisschen wie Kaugummi. Egal, das schwimmt dann auf jeden Fall in der Suppe drin rum. Machen das jetzt also wieder hier drauf. Oh mein Gott, es hält nicht mehr. Füllen dann mal überall hier Wasser rein. Ich habe mir extra einen Wasserkocher schon vorbereitet. Machen dann auch mal hier die Tütchen auf. Gucken uns dann mal an, was da überall drin ist. Welche Aufkleber. Aber erstmal müssen wir das alles vorbereiten, solange wie das zieht. Ich mache das mal hier alles auf momentan. Dann gießen wir mal Wasser ein und gucken uns mal die Aufkleber an. So, wir nehmen uns jetzt mal den Wasserkocher. Wir drehen das jetzt mal rum. Wir wollen euch das jetzt mal zeigen. Wir gießen das jetzt mal hier ein. Wir müssen das ja eigentlich voll gießen bis zur Markierung. Hier ist die Linie. Das gleiche machen wir hier auch. Einmal so. Ich glaube, dem Adi wird es zu bunt. Ja, ich habe nicht gesagt, du sollst dich da hinsetzen. Und noch einmal hier vorne bei dem wird das auch eingegossen. Jetzt kann das hier vor sich hin oxidieren. Die stellen wir mal alle nebeneinander. Wir machen mal den Deckel wieder drauf. Na, so ein bisschen. Vielleicht hält das ja. Ja, hält nicht. Okay, egal. Wir haben jetzt hier diese Tütchen, wo im Prinzip Aufkleber drin sind. Wir nehmen jetzt mal einen raus, gucken mal da drauf, was wir da drin haben. Wir haben hier zum Beispiel ein Pikachu. Guckt euch das an. Ein Pikachu-Aufkleber. Ist der nicht süß? Ja, lege ich hier hin. Wir haben ein, pass auf. Wir haben ein, was ist das denn? Keine Ahnung.
ein verkohltes Taubsi. Wer weiß, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. So ein schwarzer Vogel ist bestimmt ein Rabigator. Hahaha, nee, ich weiß es nicht. Hier haben wir einen Glurak. Glurak ist auch am Start. Leg mal auch ab und habe in dem letzten Tütchen noch ein hier, dieser brennende, fußballspielende Dreckshase, also dieser schöne Hase, der Fußball spielt, der ist auf jeden Fall auch bei Pokémon Unite dabei. Habe ich jetzt auch keine Ahnung. So, ihr schreibt jetzt mal rein, was das ist. Ihr seht, ich kenne wirklich nur die erste Generation, sonst nix. Libero. Irgendwie würde das schon heißen. Ich habe in irgendeinem von den anderen, glaube ich, sogar einen Lucario-Aufkleber drin gehabt. Ich weiß aber gerade nicht, wo der ist. Ich glaube, die Mama, als sie hier war, hat wieder alles einfach vom Tisch weggeräumt. Jetzt ist das alles fort. Jetzt weiß ich nicht hier, was wie wo. Egal. Was ich damit mache, weiß ich nicht. Vielleicht mir an die Brille kleben. Ist genauso groß wie ein Brillenglas. Sieht bestimmt gut aus, wenn man das dann so macht ungefähr. Und dann kann man immer die Ramses Kitchen-Folge machen. So sieht das doch gut aus, glaube ich. Jetzt warten wir kurz, bis das noch ein bisschen hier aufgeweicht ist. Und dann testen wir mal die Nudeln, wie die schmecken. Und sagen euch gleich noch was dazu. Oh, warte mal. So muss es sein, ja. Ach, Mann. Ist egal, komm. So, die Nudeln sind jetzt also fertig. Hier stehen jetzt 3 Becher voll Nudeln. Wenn ihr mal hier reinguckt, hier seht ihr auch diese Pikachus, ja. Die könnt ihr hier sogar rausholen. Und dann habt ihr hier Pikachus auf der Gabel. Was man natürlich sieht, das ist das, was ich immer meine, so 5-Minuten-Terrin oder irgendwas. Das ist halt einfach immer total flüssig und die Nudeln sind halt immer sehr weich. Deswegen liebe ich ja die Samyang-Nudeln, weil das sind halt wirklich dicke, fette Nudeln mit Soße dran. Während sowas halt immer eher wie eine Nudelsuppe wirkt. Natürlich schön, klar, du hast einen kleinen Becher, nimmst ihn in die Hand, das wärmt wie eine Tasse Kaffee oder ein Glühwein oder ein heißes Schnitzel, was man in die Hand nimmt. Ich bin aber eher nicht so der Suppentyp, ja. Ich mag das immer eher dick und fett. Jetzt wollen wir das trotzdem mal probieren. Wie auch immer, wir hauen jetzt Das, gerade wenn das dann so flüssig ist, das schleimt halt auch immer alles von der Gabel runter. Dann hast du gar nichts mehr im Mund. Und die Soße bleibt halt auch komplett im Becher drin. Das ist das, was mich immer ärgert, wenn das so flüssig ist. Achso, übrigens habe ich den Spruch gefunden. For sale hier. Neben der Gebrauchsanweisung, was man leider nicht erkennt, steht hier for sale in Japan only. Leider ist es mit der GoPro immer alles unscharf, wenn man wo nah rangeht. For sale in Japan. Jetzt haben die das nach Deutschland verkauft, diese Kriminellen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wir nehmen uns mal hier so ein Pikachu raus. So ein kleines, süßes, rosanes Pikachu-Ding. Und es fällt wieder runter. Aber ich liebe das. Ich liebe das. Es hat alles recht wenig Geschmack, muss ich sagen. Das ist das Problem, wenn man immer so extrem würzig und feurig und sonst was isst, sagt man da. Naja, es schmeckt nicht schlecht. Mir fehlt aber was. Vor allem fehlt mir Schärfe. Vielleicht soll ich da Chili-Soße dran machen oder irgendwie. Keine Ahnung. Also, kennt ihr diese Pokémon-Nudeln? Habt ihr die schon mal gegessen? Kann man auf jeden Fall essen, aber ich glaube, es ist natürlich dadurch wieder durch die Sticker, durch die Verpackung, durch den Namen, dass die halt mega überteuert sind. Hat er auch, glaube ich, gesagt, dass sie sehr teuer sind. Und da bleibe ich trotzdem, glaube ich, lieber bei meinen Samyang-Nudeln. Die sind auch teuer, aber die knallen halt richtig rein, ja. Das kann man hier mal testen, das kann man mal machen. Vielen, vielen Dank auch dafür, dass du mir da was zukommen lassen hast. Meine Mutter hat sich auch sehr gefreut, als sie das in der Quarantänezeit immer essen konnte. Bei mir ist es aber zu unauffällig, ja? Sagen wir mal, es ist zu unauffällig.
Jetzt hast du hier gleich den ganzen Bottich leer gegessen. Und der ganze Geschmack ist einfach noch im Becher, weil da ist die ganze Brühe drin. Das ist das, wie früher am Automaten, wenn man sich so eine Suppe am Automaten gezogen hat. Wenn man das dann noch trinkt, dass man da noch ein schönes Feeling hat, ja. Aber rein vom Essen der Nudeln, könnt ihr auch denken, die können die Nudeln auch weglassen und ich esse einfach die Brühe so. Trinke die Brühe so wie eine Nudelsuppe, ohne Nudeln. Jetzt merkst du ganz deutlich den Mais. Gerade auf dem Mais rumgekaut. Also so zum Trinken ist das eine feine Sache. Wenn man ein warmes Getränk braucht für zwischendurch, macht euch so einen Nudelcup, ne, zum Saufen. Aber zum Essen ist mir das alles zu flüssig. Ich werde jetzt trotzdem die drei Dinger hier wegputzen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Und danke an NetGhost nochmal dafür. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, wenn ihr diese Nudeln kennt, schreibt es mal rein. Oder wie ihr die Idee findet, Pokémon-Nudeln mit so Pokémon-Bildchen, Stickern und diesen kleinen Pikachu-Teilen da drin. Hier. Das ist das Pikachu, was ihr essen könnt. Oder ich habe einfach keinen Geschmack, weil ich erkältet bin. Das kann natürlich auch sein. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.